Picknick mit Kind und Kegel auf der vierspurigen Straße. Hamburg braucht mehr Rohrbrüche, hätte das Motto sein können. Dank des Rohrbruchs ergeben sich ganz neue Freiräume. Mitten auf der Max-Brauer-Allee, wo sonst die Autos dicht an dicht stehen, feierten die Anwohner die gute Luft. Ich wohne hier direkt um die Ecke und wir leiden hier wirklich ziemlich unter diesem permanenten Verkehr. Also es ist sowohl was die Lautstärke angeht, als auch so die Geruchsbelastung. Und man hat halt auch permanent das Gefühl, das ist schlecht für die Atemwege, also für die eigenen, aber auch die der Kinder. Und insofern finde ich es mal total erholsam, dass hier mal eine Zeit lang so ein bisschen bessere Luft ist. Das gilt es zu genießen. Mit einem ultimativen Straßenfest. Auch eine Form des Protests gegen die Luftverschmutzung und den Lärm, der hier sonst täglich produziert wird. Klar, ist natürlich einer der wichtigsten Verkehrswege, muss auch genutzt werden, ist richtig, aber ich weiß nicht, es gab irgendwann mal hier autofreie Sonntage. Vielleicht sollte man sowas wieder einführen. Ich glaube, dass Tempo 30 wirklich was bringt. Ich denke, dass Tempo 30 auch bringt, dass mehr Leute beschließen, dass es mit dem Bus auch eine gute Alternative ist oder mit der Bahn. Der Luftreinhalteplan des Senats und das Fahrverbot für Dieselfahrzeuge haben für viele Anwohner der Max-Brauer-Allee zu kurz gegriffen. Weil keiner sich so richtig vorstellen kann, wie das überhaupt kontrolliert werden soll. Also wollen die hier mit 6 Mannschaftswagen, wie heute zum Beispiel, anfahren und ankommen und kontrollieren, was für eine Dieselnorm hier durch die Straße fährt. Das ist geradezu lächerlich. Feuerfrei für Stickoxide. Grillen als Symbol für die täglichen Abgase. Doch die Polizei stoppte diese Art der Luftverschmutzung. Da musste dann schon der Feuerlöscher anrücken. Die Litten hatten auf jeden Fall ihren Spaß. Mit der Reparatur kann sich die Stadt aus Sicht der Anwohner Zeit lassen. Komplett stilllegen kann man diese Straße nicht. Das ist, glaube ich, Utopie. Ein bisschen Utopie aber ist erlaubt an so einem Abend. Bis der Verkehr wieder rollt, werden sie es sicher wieder tun.